Ich wollte schon lange mal einen Film schreiben, wo ich an die Schauspieler denke von Anfang an und nicht die Schauspieler suche, nachdem es das Drehbuch schon gibt. Da habe ich eben an den Ilhami gedacht, mit dem wir den letzten Film gemacht haben, die Vernehmung. Da hat mir gut gefallen, dass er einen sehr ambivalenten Charakter gespielt hat und man nicht so richtig wusste, was jetzt in ihm vorgeht und was er tun wird, was für diese Geschichte jetzt ein wichtiger Punkt war. Und die zweite Person war die Fatuma. Die habe ich im Volkstheater auf der Bühne gesehen und ich habe mir gedacht, es wäre spannend, die zwei zusammenzubringen, und aus dem heraus ist diese Geschichte entstanden. Wir haben ein super Team. Ein großer Teil des Teams ist dasselbe von der Vernehmung. Und wir haben uns da sehr gut eingespielt und eingearbeitet. Und das läuft sehr gut. Es ist ein bisschen eng hier, aber das wird schon irgendwie gehen, die 5 Tage. Und ich freue mich auf den Dreh.